Willkommen zu Tomb. Ach nee. Nicht Tomb Raider. Abwechslung schon mal nicht, ne? Dieses kleine Intermezzo. Wie nennen wir ihn? B? Wie wollen wir ihn nennen? Was weiß ich, gib ihm Namen, Mann. Gib ihm einen Namen. Okay. O. R. M. Nochmal A. gönnen. Scheiße, es gibt kein Ö. G. O. E. D. E. N. Omagö. Da fehlt ein E. Achso, es passt nicht. Ach, Omagölden. Gut genug. Gut genug. Das nur, weil es kein Ö gibt. So. Los geht's. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Ich habe keine Ja, Ahnung, worum es geht, aber außer. du hast doch Mega Man schon gespielt, oder? Ja, ich war extrem schlecht in Mega Man. Of all heroes, none shun, none shone brighter than Shovel Knight and Shield Knight. Tower of Fate, bla bla bla, Cursed Amulet, bla bla bla, Terrible Magic. When Shovel Knight awoke, the tower was sealed and Shield Knight was gone. His spirit broken, a grieving Shovel Knight went into a life of solitude. Er hat seine Schaufel halt mal zu was Sinnvollem benutzt, als anderen Leuten Köpfe einzuschlagen. Das ist ein Spaten. Ein Kampfspaten, Ein Mann. Kampfspaten. Now, the tower is unsealed and devastation looms. A new adventure is about to begin. Story, sehr wichtig. Ja, mein Gott. Die tiefe, tiefgründige Story in dem Game. Ich glaube, ich habe auf die Steuerung raus. Ja, ich glaube, die Steuerung war sehr eingängig. Ich glaube, der wichtigste Move war springen und nach unten drücken. Nach unten einfach nur drücken? Ah, okay. Ah, I understand. War, glaube ich, der OP-Move, um alles zu bashen. Man könnte doch auch irgendwie so diagonal dashen oder so, habe ich gesehen. Ja, es gibt nachher noch Items, die erlauben. Du kannst diesen Shit da übrigens aufbuddeln, den Haufen, den du liegen gelassen hast. Da war ein Haufen. Um da mehr Gold rauszukriegen, ja. Und die Teile kaputt machen, um da Gold rauszukriegen und Ja, das so. habe ich schon mit dem ersten Haufen gemacht. Die Gegner respawnen, ja? Ja, kann sein. Aber ja, du musst halt ein paar Mal bei den Haufen rummachen, damit da was rauskommt oder so. Das Game ist halt so hart an Mega Man angelehnt, außer es ist halt eine Schaufel, das ist halt ein Blaster, der nur 10 mm weit schießt. Ja. Doch, glaube ich, hier so Secrets inventen und sowas. Das Game richtig in Erinnerung habe. Ist das ein Checkpoint oder sowas hier? Diese Blase? Ja. Ach nee, die Dinger, ja, du kannst sie entweder kaputt machen, um da Geld rauszukriegen, oder du kannst sie als Checkpoint benutzen. Glaube ich. Scheinbar kannst du sie nicht kaputt machen, ich weiß nicht warum, aber ich war der Meinung, man konnte die kaputt machen, um mehr Gold zu kriegen. Tja. Ich hatte es vor, aber. Vielleicht den noch nicht, weil es irgendwie der erste im Game ist und Oh, ich wurde Tutorial getroffen. Level bist oder so. Wenn man getroffen wird, dann wird man irgendwie anders Zurückgeschmissen. hingesetzt oder so. Du wirst ein Stück zurückgeschmissen, oder? Ja. Aha. Oh, was war das? Ich dachte, ich könnte in die Wand rein, so wie das bei Oldschool Games halt ist, ne? Kannst auch zum Teil, also zum Teil sind Secrets inventen. So Castlevania-mäßig, irgendwelche Chickens oder was.
Ich werde von einem schlafenden Drachen besiegt. Bin tot. Zum Glück hast du den Checkpoint nicht kaputt gemacht. Ja, das ist schlimm gewesen, dahin zu laufen. Ich glaube, wenn du stirbst, dann kriegst du halt deinen Stoff, ne, und kannst ihn halt wieder einsammeln, wenn du da, bis dahin kommst, so Dark Souls Style halt. Ja. Wenn du es verkackst, kriegst du es halt nicht wieder. Ich glaube, so war das. Es gibt nur zwei Buttons in dem Game, oder? Ja, du kriegst nachher nur einen, um deine besonderen Items zu benutzen, glaube ich. Ansonsten, vielleicht kriegst du auch noch einen Dash-Button, ich glaube, da war irgendwas. Mein Zeug ist auch noch da oben. Achso, ich muss den wirklich kaputt machen. Ich dachte, ich muss den irgendwie ausweichen, den Drachen, also irgendwie über ihn rüber, aber scheinbar kann ich den attacken. Das war ja nicht so schwer. Ich dachte, ich muss irgendwie einen Trick-Jump machen, um über den rüber zu kommen, weil der groß und hart ist irgendwie. Wie, Wow. Weiß schon, wie das Game Secrets versteckt. Komische Wände, die man wahrscheinlich aufschaufeln kann. Die sind bloß leider nicht immer so offensichtlich wie hier. Das war ja auch kein Secret. Eben. Aber das werden die hier schon bestimmt benutzen. Gleich. Ja. Soweit ich mich erinnere, tun sie das auch. Ja, das ist schon ein Secret scheinbar. Und ja, ich gesehen, dass da noch an der Wand so ein Ding ist. Was sind diese Noten? Ist das irgendwie nur ein Bonus-Track oder so? Konnte man, glaube ich, in der Stadt den Krieg geben, aber ich weiß nicht mehr, was es gebracht hat, dass man sie sieht. Kann man seinen Max-Life später erhöhen irgendwie? Ja. Ich weiß gar nicht, ob das man das aktiv erhöhen konnte oder ob das so Zelda-mäßig halt auch war, dass du halt. Aber ich habe manchmal, dass wenn ich irgendwie nach rechts gehe, manchmal nicht springen kann. Das irgendwie, wenn ich zwei Buttons gleichzeitig drücke oder so. Nicht rausgefunden gerade. Oh, ich hab den Diamanten da oben irgendwie nicht. Ah, komm her, Viech. Yes. Ich weiß ja, dass der Soundtrack richtig gut war, ne? Aber über Skype hat er sich echt ein bisschen kacke an. Klingt halt auch sehr Mega Man-mäßig, der Soundtrack, ne? Ja. Aber diese Schaufelsprungmechanik kommt mir bekannt vor. Ich glaube, bei East Rogue Legacy oder so gab's das auch. Die ist, glaube ich, von, wie ist das hier? DuckTales zumindest. Da hat's angefangen, ja, das stimmt. Dagobert. Ja. Wow. Oh. Totally not a secret. Oh, ich glaube, jetzt kann ich da nicht mehr hin, weil ich das welchen Gegner getötet habe. Scheiße. Theoretisch kannst du die Leiter wieder runterklettern und wieder hochkommen. Ich kann auch die Leiter hochklettern und wieder runterkommen, ne? Ja. Das ist aber nett von dem Spiel, dass man. Oh, den fällt. Wahrscheinlich kannst du auch einfach warten, bis das Timing von den Plattformen hinkommt. Dass es sich synchronisiert sozusagen. Ja. Meinst du, die haben nicht die gleiche Periode? Nee, nicht so aus. Aber ich meine, mit dem Gegner ist es vermutlich um Längen einfacher. Ja. Die Musik ist cool. Aber bei einigen Sachen ist halt diese Pixelgrafik ein bisschen anstrengend auf den Augen. Also wenn es so scrollt und so, ist es ein bisschen unangenehm, aber ist okay. Also. Ja, aber das Game sieht schon ziemlich gut aus. Ja.
steuert sich auch ganz vernünftig, also ist halt sehr simpel die Steuerung, also auch die Physik, wie er sich bewegt. Halt, du bewegst dich, also du bewegst den Stick und er bewegt sich. Mit keiner wie Anfangsbeschleunigung oder irgendwas so Schwachsinn. Ja, so wie sich das gehört, halt. Ja. Oh, das ist ein tödlicher Abgrund, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube, was das angeht, ist das Game ziemlich fair gewesen. Also, wenn du nicht siehst, dass du da runter kannst, dann kannst du da auch in der Regel nicht runter. Okay. Glaube ich ja, weil ich davor in dem anderen Raum was gesehen habe, dann dachte ich mir, ah, dann ist das jetzt da ich glaub, runter. Du kannst mit deiner Schaufel auch Sachen einsammeln. So, so Zelda-Style. Ja. Nein, das ganze Loot! Das Game extra. Nein! Scheiße. Game extra gemacht, wollte ich gerade sagen, dann bin ich gestorben. Oh, mal Gülden! Du hättest das nicht gespielt, ne? Nee. Ah, oh, ist auch so ein Game, was man für immer zocken sollte. Nein. Weil das doch eigentlich auch mehr so ein Strategie-Game ist, oder ne? Das ist ein interessanter Genre-Mix, dieses Game. Es ist halt eine Mischung aus First-Person Adventure und Strategiespiel. Also es ist so eine Mischung aus God of War und Co. mit halt Strategiespielelementen. War sehr cool. Also später ist es halt auch so, dass du die Kämpfe auch nicht mehr gewinnen kannst als Einzelner. Also du machst halt keinen Schaden praktisch. Aber es sind nachher irgendwelche Armeen von Headbangern, die dir dabei helfen und so. Und das ist ziemlich cool gemacht. Es ist halt nicht so Top-Down-Strategie. Du bist halt mittendrin und kontrollierst dann deine Units darüber irgendwie. Das ist ziemlich geil. Ist auch sehr lustig, das Spiel. Ja gut, davon lebt das Game, ja. Mario hat auch diese Mechanik hier mit der Spin-Attack, ne? Dass man Steine kaputt machen konnte durch... Ja. Und die Arschbombe, je nachdem welches Mario-Game du... Ja, bei diesem Spin-Ding bist du ja wieder abgeprallt sozusagen, ne? Ja. Boah, das ist doch ein dicker Klunker. Ich hoffe, von dem ganzen Geld kann ich mal was kaufen. Ich glaube, ja. Ich dachte, da kannst Rüstung und Waffen-Upgrades und Shit kaufen. Das klingt gut. Oh, dicke Truhe! Loot! Oh, wer lootet? Gute Loot-Animation. Einfach doch das Secret Instant gefunden. Dass man links aus dem Bildschirm auch raus kann. So Secret Run. Oldschool Games halt, ne? Die haben das alle so gemacht. Du denkst, ah, es geht immer nur nach rechts. Haha, Arschleck nach rechts. Black Knight. I knew you'd show your face sooner or later. This Cerulean coward. Turn back, Shovel Knight. There's nothing here for you anymore. Ja, was hat der Shovel Knight für eine Stimme? Ja, der hat einen Helm auf, ne? I'm sorry, Black Knight. There's no quarrel with you. I must return to the Tower of Fate. Er ist der Pyro, Mann. Der Zing. Der übrigens ist jetzt nicht gelesen. Ich werde nur weiter zocken. Macht nix. Ich meine, das ist halt so eine typische Mega Man, was auch immer Story. Finde die Story jetzt schon besser als die von Mega Man. Dr. Wily, Mann. Ah, der hat mich geschaufelt. Ja, ist ja auch dein Nemesis, Mann. Der dunkle Shovel Knight. Wie bei Zelda, Darkling. Ja, aber Darkling. Darkling kommt nicht im ersten Level. Das ist korrekt. Ist gar nicht mehr so ohne, Mann. Kann man eigentlich Projektile reflektieren mit der Schaufel? Ich glaube, aber ja. Es ist doch Zelda. Dang! Boah! Was für ein epischer Kampf! So, knappe Sache auf jeden Fall. Ja.
Ja, ich würde sagen, du solltest noch ein bisschen weitermachen. Ich meine, du bist jetzt eine Viertelstunde dabei gewesen. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt, nach jedem Level zu wechseln. Ja, das ist korrekt. Ich würde mal sagen, wir machen irgendwie 3/4 Stunde bis Stunde und dann wechseln wir. Ja. Das. Also, das ist Shield Knight. Ich glaube, du musstest sie fangen. Das ist episch. Ich kann zocken. Oh, ich kann springen. Ah, Loot! Alles meins. Gibt sogar ein Achievement dafür. Yeah, willkommen in Super Mario 3. Hast du das Feuer gelöscht, hast? Ja. Wie bei den Forest Fires und so. No. Oh, that's not a weapon. Okay. Das ist natürlich praktisch. Oh, ein Bade. Hallo. Ich glaube, dem konntest du die Songs geben, die du eingesammelt hast. Ja, als deine Music Sheets verloren. Yes! Ich krieg Gold dafür. Erst die Jukebox, ja. Ja. Er ist Empu, Mann. Ich habe eine unendliche Quelle an Potions gefunden. Aber also sie ist geendet. So unendlich war sie. Oh, das ist ein Ziegenmann. Die Potions füllen eh nur dein Mana auf. Ich hab kein Mana. Auch oben bei Items stehen. Ich möchte was zu essen kaufen. Warum auch immer. Achso, weil das vielleicht deine Max-HP erhöht hat. Noch nicht, aber. Jetzt kann ich bestimmt mehr aussuchen, ob ich mehr Mana möchte oder mehr Life. Aber die Frage ist, was kann ich mit Mana überhaupt anfangen? Deine Items einfach benutzen. Ich würde erstmal Life nehmen. Ich finde es sinnvoll. Davon mal abgesehen sind Meal-Tickets, glaube ich, auch nur für Life da. Also. Ja, ne. Auf jeden Fall mag ich das Gesicht von dem Ziegenmann. Sieht sehr geil glaub, aus. Er frisst Papier zwischendurch. Yeah, jetzt hab ich mehr Läuf. Mhm. Und der letzte hier ist der Scholar of the First Sin auf jeden Fall. Ein bisschen so aus. Oh, das ist der Statistiker, ja? Sehr gut. Sehr gut. Könnte auch Psycho Mantis sein. I'm not a witch. Bin eingebrochen. Oh, zocken. So. Ah. Nein! Wow! Das war ein geiles Minigame. Ja, ich glaube, man hat auch irgendwas dafür gekriegt, wenn man
Punkt erreicht hat oder so. Zelda, ja. Wenn man springt, ist man übrigens schneller, als wenn man läuft. Ja, Game. Danke. Mehr, einfach mehr von allem. 195. Mehr Stoff. Calamity Impressed. Feat accomplished. Juggler. Und ich habe einen Song bekommen. Ich damit gleich wieder zu den Baden hingehen. Vorrang. Von dem kriegt er schon wieder irgendwie anderen Shit. Und das ist das wahrscheinlich Game. Wahrscheinlich nur mehr Gold. Ja. Ich glaube, da unten bei der Leiter rechts ging es auch noch lang. Just saying. Rechts, Leiter, was? Da, wo du unten warst, da ging es auch noch mal rechts weiter. So. Hier ist Link. Als Igel. Igel Link. Prove it! Prove it! Er freut sich. Ha! Make sure you press up to talk to people, like to just it now. But what? What can it? Who just to restore your magic power? Frage ist allerdings, wie komme ich da oben zu diesem Music Sheet hin? So bei der, die den Shit trägt, auch die. Ah ja, ich sehe schon. Ja, die muss man mal herkommen. Ja. Loot! Erstmal alle ausrauben. Wie Robin Hood. Der hat aber von den Reichen geklaut. Wer sagt, dass die arm sind? Hier hast du gesehen, wie was da drin war? Was mache ich eigentlich mit dem ganzen Geld? Ich glaube, in der Stadt noch nichts. Wo gehe ich jetzt hin? Gehe ich hier hin, wo es so evil aussieht, oder gehe ich da oben in die hübsche Burg? Ich glaube, das kannst du dir völlig aussuchen. Das eine ist Spectre Knight, das andere ist irgendein anderer Knight. Knight Knight oder so. Ich glaube, ich möchte den Spectre Knight. King Knight. Doch zu dem geilen Apfelbaum gehen. Kirschbaum. Ich muss also alle Knights bashen, um der Oberknight zu werden, ja. Ah, ich habe nicht. Ein Elektroforsch. Zumindest meine Schaufel aus dem Tal. Game so durchschaut, wer? Ah, er hat mich trotzdem gehittet. Ich hab einen Geist gefunden. Ich meine, das. Ich hieß Spectre, ne? Also von daher. Ja. Es wird wahrscheinlich noch ein paar mehr Geister geben. Deswegen bin ich hier. So, in der geheimen Wand war nur noch ein Gegner. Au. Ich meine, deshalb sind wir vermutlich da oben vermutlich noch eine geheime Wand. Ich hab den Checkpoint kaputt gemacht. Nicht mit Absicht.
natürlich nicht, gell? Oh. Oh, hallo. Na, los, caste schon, damit ich das reflektieren kann. Oh, das sind die Skelette von Zelda. Ey, das Gemeiner konnte ich nicht weg. Oh, ich... What? Will mich jetzt nicht geschlagen geben. Ja, das hat funktioniert. Aha, okay. Nein! No! No! I did it. Und hier endet unsere kurze Reise oder so. Kleine Reise, was auch immer. Und so nimmt auch diese Geschichte ein tragisches Ende. Aber wenigstens muss ich die ganzen Shit nicht nochmal einsammeln. Das gefällt mir. Ich kann auch durchrennen. Dein Schiff fliegt da ja auch unter der Decke irgendwo. Aber ich glaube, der erste Checkpoint ist kaputt auf Lebenszeit, glaube ich. Das ist mir egal. Das ist schlimm. Ich bin ja praktisch schon wieder da. Ja. Ich bin schon wieder da. Der Gegner muss hierher kommen, weil mein Shit ist an der Decke. Hätte ich auch den Kleinen benutzen können. Hat nicht geklappt, der wollte mir nicht entgegenkommen. Aber der Große klappt auch irgendwie nicht gerade. Jetzt. Ich musste dafür ein bisschen Schaden in Kauf nehmen. Das hat irgendwas mit dieser Laterne zu tun, die er hat. Irgendwie muss die an sein, damit er Schaden kriegt. Naja, jetzt haben wir volles Live. Was wollen wir mehr? Frag mich, ob er schon einen Miniboss in dem Level war. Oh, was er war. Das ist aber schon ein bisschen gemein hier. Das ist der Ultra-Schwierigkeitsgrad, ne? Ich wollte nur den Diamanten haben. Ich habe das Gefühl, dass ich immer noch einen Raum übersehen habe, wo ich hätte hin können, aber... Wing! Hier ist übrigens ein Secret. I knew it. Loot! What the fuck? Ich musste, um zurückzukommen, die Geister benutzen? What? Mach das schon. Hab ich eigentlich unendlich viele Leben? Gute Frage. Keine Ahnung. Sind wir geschickter machen? Ich glaub nicht. Scheiße! The fuck? Aber da kam diesmal nur ein Geist raus. Aber man kriegt Geld abgezogen, wenn man stirbt, ne, oder? Wie ist das? Komm mal. Scheiße. Aber episches Loot. Ah, ich weiß, was der Trick ist. Das ist schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Game so hart ist. War nicht so hart. Noch nicht. Passage, wo der Trick notwendig ist, die kommt jetzt noch.
Na, jetzt muss ich aber immerhin da unten nicht nochmal lang. Das ist doch auch schon mal was. Ich meine, man stirbt hier ja nicht im Sorgen. Man gewinnt immer was, ein bisschen was dabei. Finde ich okay. Immerhin hast du den Checkpoint jetzt mal nicht kaputt gemacht. Ja. Ich meine, du kriegst halt auch mehr Shit die späteren Checkpoints, glaube ich. Oder je mehr Checkpoints du kaputt machst oder so. Aber du musst halt auch alles dann nochmal machen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie du an den Shit überhaupt rankommen willst, aber. Die Passage mit dem Blitz, ich bin für sowas einfach zu ungeduldig. Problem ist, dass die Sachen an Stellen liegen. Ich glaube, das ist auch nur Switch-Stoff. Aber die Noten behalte ich schon, weil ich gefunden habe, ne? Keine Ahnung, ich weiß das wirklich nicht. Wie das war. Ich sehe aber nicht an, dass ich den Stoff nicht habe. Wir sind aber in einer scheiß Position, ne? Der Geist. Ist ja nicht tötbar, das ist nicht das Problem. Ja, ich glaube, du kriegst aber hier auch irgendwo demnächst die Angel, mit dem du halt Shit aus dem Abgrund wiederholen konntest. Okay, das eine Item, da krieg ich nicht. Ich glaub so. Also den großen Sack habe ich. Auch eine belastende Stelle, Mann. Da war eine Bewandtnis hier, das sehen wir nicht. Nein! Wahrscheinlich kriegst du was, wenn du alle Checkpoints in der Level kaputt gemacht hast. Ich glaube halt, du kriegst für jeden Checkpoint, den du kaputt gemacht hast, halt immer mehr Stoff, also. Ja. Ach ja, Mega Man und so, Stacheln sind zu werfen. Ja, wäre auch dann aufgefallen. Jetzt ist mein Stoff weg. All das, umsonst. All die Mühen, die du auf dich genommen hast. Ja. Das war eine ganze Menge Zeug. Weil keine Ahnung, was in dem Game hier als eine Menge durchgeht, ne? Naja, ich meine, wir sind ja Abgangsleveln. Ich glaube, da gibt es Anfangsleveln. Ich glaube, in den Anfangsleveln gibt es noch nicht so viel. Aber wer weiß das schon. Ey, fuck you! Da bewegt man sich irgendwie 2 cm unter Wasser und stirbt. Naja, immerhin sind die Hitboxen relativ klar. Besser wie bei Tomb Raider, wo sie mit ihren Zöpfen noch atmen kann. Ja. Warum ich hier überall Magic einsammeln kann, verstehe ich auch nicht so ganz. Ich hab doch nicht mal irgendwie was, wo ich Magic benutzen kann. Scheiße. Ich weiß nicht, ob du aber nicht theoretisch schon was gehabt haben könnte. Wie mit der Shotgun, ja? Wie mit der Shotgun? Nee, ich glaube zumindest, dass das ihr Secret in dem Game, die Trinkets sind, die du benutzen kannst. Oh, diese Combo Attack. Schaufel mit Schaufel. Und Fackel mit Schlüssel. Schlüssel mit Fackel. War nicht. Also. Nee, das war nicht der Trick.
Dachte, das wäre der Trick. Ah. Das, dachte, das wäre der Trick. Ist auch nicht der Trick? Auszufingern, wie das den Kopf zu der anderen Dings bringen. Ich hab's anderen Seite. Ah, ja, ich hab's gecheckt. Ja, ja. Ich hab diese Skelett-Fahrstuhl-Mechanik auch noch nicht so ganz begriffen. So, wenn da zwei Sachen drauf liegen, geht er runter. Wenn einer drauf ist, geht er so, hoch. Ja. Runter. Beziehungsweise trifft sie in der Mitte. Ich glaube, wenn gar nichts drauf ist, gibt es oder so. Kann man diese Bomben eigentlich auch kicken? Oh, shit. Shit! Vermutlich. Soll ich es ausprobieren? Ist da ein Hähnchen drin? Ich meine, gut, dass da ein Hähnchen drin war. Aber. Rechts oder links? Das ist ein Safe Point. Rechts ist gut. Ich gehe nach links. Links ist wahrscheinlich ein Secret. Das, der Safe Point sah aber anders aus jetzt, aber irgendwie anders grafisch. Diebische Truhe! Da ist ein Typ drin. Achso, ja, das ist der, bei dem du Trinkets kaufen kannst. Also Magie. Ja, ne? Wenn du ein genug Geld hast. Hold up and press X. Get from all harm brief. Okay, whatever. Au. Briefly heißt, dass es nach einer Zeit ausgeht. Das ist in der Regel das mit Briefly gemeint. Too easy, too easy. Oh scheiße. Ich glaube, das war auch das beste Trick in dem Game, wenn ich mich recht erinnere. Unverwundbarkeit ist halt OP, Mann. Ich hätte gerne was, mit dem ich Feuerbälle schießen kann oder so. Das wäre sinnvoll. Ist alles. Hä? Ist alles. Hoffe ich doch. Oh, Fernkampf. Ich glaube, du kriegst, wenn ich mich recht erinnere, kann deine Schaufel nachher auch so einen diesen Link-Scheiß und voller AP hast, weißt du? Oh, das fand ich nicht so. Oh, oh, ich bin durch den Boden gefallen. What? Oh, eine Schatztruhe. Erstmal looten. Stirb, Bastard. Ja, schaut aus dem Raum. Nein! Ah! Schluss, Herr. Der Abgrund ruft. Das hat mich ganz gereicht. Komm. Fuck you! Fuck you!
Du bist ja bald beim Boss, so wie das aussieht. Ja. Ich finde nicht mehr scheinbar. Und dann können wir von mir aus wechseln. Zwei Level scheint eine ganz gute Länge zu sein. Ja, du bist jetzt verpasst. So. Ich meine, je nachdem, wie lange der Bosskampf dauert. Yes! Das ist ein großes Tor, da ist bestimmt ein Boss hinter. Also, eigentlich musstest du noch einen Checkpunkt vom Boss haben. Ja, direkt davor. Das ist ein Sensenmann. Hallo. This is no place for the living mortal. You shall be summoned when it is your time. Ich glaube, er war ganz schön hart. Lies! The Athor comments all total lies, man. Oh, eine Bossleiste. Ja. Ich glaube, er war einer der härteren Bosse, ne? Ah, so was wie härtere Bosse. Alles klar, dein Dark Souls-Spirit übernehmen. Au. Ich sah die Hitbox verkleinert von dem Ding. Ich habe außerdem Unbesiegbarkeits-Skill, die ich einsetzen kann. Hast recht, ey. Zwar nicht unendlich oft, aber immerhin ein paar Mal. Ah, fuck you! Vielleicht kann ich auf seinem Ding auch rumbouncen, auf seinem. Oh, er spawnt Gegner. Da hätte ich nicht gerechnet. Oh! Ne, man kann auf sein Ding nicht rumbouncen. Oh, man kann ihn noch nicht Surprise attacken. Aber macht nichts. Ja, ich meine, im Prinzip ist es halt auch nur Muster auswendig lernen, wie alle Bosse, aber. Ja, auf jeden Fall weiß ich jetzt, womit ich die letzte Viertelstunde dieses Runs verbringen werde, ehrlich gesagt. Ich glaub nicht, dass du so lange brauchst. Und so viel Muster hat er halt nicht zum Ausfegern. Das stimmt, das nicht so lang. Ich meine, einige Dark Souls-Bosse braucht man beim ersten Mal schon ein bisschen länger. Ja, ist aber auch kein Dark Souls-Boss. Ja. Immerhin haben sie die Cutscene sich gespart beim zweiten Mal. Ja. Abbrechbar sind die ja sowieso, also von daher ist alles halb so wild. Also aus Usability-Standpunkt ist das Game sehr gut geprockt. Auch wenn das oldschool ist. Scheinbar schließt sich das nicht. Diese Gegner. Scheinbar schließt sich das nicht aus. Genau. Das Game macht sowieso vieles richtig, muss ich sagen. Ja. Ich fand das auch im ersten Level schon extrem vom Gameplay, dass du halt erst diesen komischen Drachen hast, den du schläfernd besiegen musst und danach kriegst du ihn halt in einem Raum. Der irgendwie nach der tatsächlich ist, nochmal. Hm. Ist irgendwie. Halt dir zeigen, womit du es zu tun hast und danach anspruchsvoll machen. Ja. Apropos anspruchsvoll. Wenn er jetzt hier noch irgendwie Patterns oder sowas dazu bekommt, dann ist der praktisch ausgefegert. Ja. Ich nicht getroffen. Nein! Ah, wir sind doch mal erwischt. Oh, er macht's dunkel. Ah, wir brauchen noch zwei Hits. Ah! Komm. Ich try hard ihn jetzt. Komm, er stirbt. Stirb, Junge! Ha! In your face! Ah, guck, keine Viertelstunde gedauert. Ne, es waren 1 Minute 30 Sekunden oder so. Hast du dein Tool eigentlich an? Ich hab mein Tool an, ja. Aber wir checken das gleich mal, ob da was passiert. Letzte Update ist um 50 Minuten her in der Dropbox. Ah, guck gleich mal. Vielleicht speichert er ja aber auch erst irgendwie, wenn du ins Menü zurückgehst oder so. Ich geh jetzt nochmal ganz kurz in die Start. Ich weiß gar nicht, wie das mit dem Speichern überhaupt ist. Speichert er jederzeit sozusagen?
Oh, was ist das da für ein Typ, der da rumläuft auf der Map? Oh. Tut mir leid, ich hab irgendwas getriggert. Gestorben. Safe Jumper jedes Mal, wenn ich irgendwas mache. Den Encounter werde ich noch machen, was auch immer das hier ist. Also ich glaube, das ist ein Durchrennen, aber ja, mach mal noch, was soll's. Ah, ich hatte ja der tote Drache. Ja. Mini-Drache. Boah, das war ja nicht so hart. Okay, jetzt gehe ich ins Village und dann gehe ich ins Hauptmenü. Oder das ist ein Pferd. Dem Pferd rede ich noch. Dem Pferd rede ich noch. Pferd 2006. Im Pridemore Keep. Going left first is right. Okay. Back to title screen. Dann mache ich mal den Stream aus.